Schön. Taltik. Göcek. Ja. Da war er ja. Ja, jetzt war. Ja. Wir sind in Isola, Slowenien. Hier übernehmen wir eine Bavaria C38. Unsere Aufgabe ist es, das Boot in die Türkei zu überführen. 1200 Seemeilen liegen vor uns. Ausreichend Zeit, um ein Boot kennenzulernen. Dies ist kein Bootstest, es ist ein Erfahrungsbericht. Und natürlich ist er nicht objektiv, aber er stellt unsere Meinung dar. Wir, das sind Jan aus München, Marc aus Südafrika und dann bin da noch ich. Wir drei kennen uns aus Kasch, wo wir auf unseren Booten leben. Einer alten Moody, einer Sun Odyssey 44i und einer Hanse 575. Das Charakteristische an der neuen C38 ist das ausladende Heck. Bei einer Länge von 10,99 Meter und einer Breite von knapp 4 Metern bietet die Bavaria sehr viel Platz. Hier sehen wir im Vergleich die neue C38 vorne und hinter ihr ein älteres Modell von Bavaria. Die Bootsbauer aus Giebelstadt bei Würzburg beschreiben die C38 mit den Worten: beste Segeleigenschaften treffen auf größten Komfort. Für 38 Fuß wirkt das Raumangebot auf der C38 riesig. Das Interieur wirkt hell und freundlich, die Atmosphäre ist angenehm. Unser Boot ist die 3-Kabinen-Version mit 2 Nasszellen. Die segelfertige Basisversion kostet inklusive Mehrwertsteuer etwas über 150.000 Euro. Unser Boot ist ein wenig aufgepäppelt. 50.000 Euro kamen noch hinzu. Das Preis-Leistungs-Verhältnis auf den ersten Blick sehr gut. Aber wie sieht es mit dem zweiten Blick aus? Die Verarbeitung erinnert in manchen Teilen an ein schwedisches Möbelhaus. Und auch einige Extras scheinen wenig durchdacht. Aufmacht geht locker 8 bis 9 cm. Dann ist der Baumniederholer. Was wiederum ein bisschen so auf Billigbauweise oder Nachbilligbauweise aussieht, ist halt wie der Tisch montiert wurde, nämlich einfach mit ein paar Winkeln, wie man sie aus dem Baumarkt halt kennt. Und das ist. Wie die Bodenbretter in dem schönen Boden verschraubt sind, ist sicherlich auch Geschmackssache. Man sieht jetzt auch da, dass alleine wie viel Wasser noch im Ankerkasten unten steht. Das heißt, ein Teil der Kette ist im Wasser, ist auch nicht optimal, weil nämlich, wie man vielleicht auch erkennt, die Ausläufe sind deutlich höher angebracht als der Boden des Ankerkastens. Und auch an Deck hatte beispielsweise die Wert vergessen, eine Klampe für die Dirk anzubringen. Alles Kleinigkeiten. Aber wie steht es denn mit dem zweiten Versprechen von Bavaria? Die besten Segeleigenschaften. Knapp 80 Quadratmeter hat unsere Bavaria, 46 Quadratmeter misst das Rollgroß und 30 die Selbstwendefock. Unter Segeln macht die Bavaria Spaß. Viel Spaß. Ja, das scheint so der Sweet Spot hier von der Bavaria zu sein. Ne? 15 Knoten Wind, halber Wind, 7 Knoten Fahrt, perfekt. Groß- und Vorsegel werden über die Winschen am Niedergang gefahren. Ein Traveler hat das Groß nicht. Wind dreht. Darf der das? Ja. Das ist ja gut. Wegen der Amwindqualitäten. Tja. Das ist halt Selbstwendefock, ne? Wir üben ja noch.
Aber es sieht so aus, als wenn sie, also in den Wind ist nicht die Paradedisziplin. Ja. Das heißt, da wir ja keine Windfahne mehr haben, die liegt hier im Cockpit-Tisch. Ja. Also zu weit in den Wind bleibt sie stehen. Das geht ganz fix. Und das ist nur ein ganz schmaler Grat. Also ich tippe mal, wir fahren eher Richtung 40 Grad. Als wir eben gewendet haben, sind wir schon ein gutes Stück zurück. Also 90 Grad, keine Chance. Aber haben jetzt ungefähr bei, weiß ich gar nicht, how many knots of wind? 17? Ja, aber apparent, ne? Ja, ja. Anderen haben wir ja nicht. 18 knots apparent and 5.7 knots speed. Ja. Vielleicht 12 Knoten Wind, ne? Ja. 10, 12 Knoten Wind und wir machen 5, 5,5, manchmal 6. Ja. Rund ein Drittel der Strecke haben wir achterliche Winde. Perfekt für den mitgebrachten Parasailer. Bei gerade mal 6 bis 7 Knoten Apparent Wind läuft die C38 das gleiche an Geschwindigkeit. Aber es geht noch besser. Elfeinhalb Knoten erreichen wir in der Spitze. Die C38 und der Parasailer sind ein super Gespann. Das moderne Design der C38 verschafft nicht nur unter Deck viel Platz, sondern auch auf dem Deck. Das Cockpit ist herrlich groß. Der Tisch ist ausreichend groß für 6 Leute und die Bänke lang genug für ein Nickerchen am Tag. Und dann ist da noch die Badeplattform. Schoten und Fallen sind einfach vom Cockpit aus zu bedienen und sauber zu verstauen. Das Boot mit seinem Einzelruder ist auch bei viel Wind einfach zu steuern. Aber das ist natürlich auch gut, die Halterung hier, die allerdings hier auch angebracht ist. Gut wäre, ja. Ja. Und auch unten die Fußstütze, die wir haben, ist ja schon mal super, dass eine da ist. Wir haben sie jetzt noch nicht angebracht, auch wenn es angebracht gewesen wäre, auf der Schräglage teilweise. Problem ist nur, sie passt nicht wirklich richtig. Wir haben entweder sind wir zu doof, was ich ausschließe, sie passen nicht hundertprozentig und ist nett gedacht, aber... Ich glaube, wir würden sie auch verlieren. Ja, das ist das nächste Problem, da sie nur auf Stützen, kleinen Stützen steckt quasi, ist auch die Gefahr, dass man, also sehe ich auch eher die Gefahr, dass man drüber stolpert, als dass er am Ende einem hilft. Während des Segelns ist es eigentlich auch unter Deck sehr angenehm. Wir laufen jetzt auch gerade hoch am Wind, ein bisschen Schräglage und das ist zumindest, wenn man auf Backbord-Bug liegt, lässt sich auch sehr gut kochen, dass wir halt bei der Überführungsfahrt ja häufig machen mussten, dadurch, dass wir ja Tag und Nacht gefahren sind. So, da hat man eigentlich hier einen relativ guten Bereich, in dem man sich festhalten kann. Auch gut ist, dass man noch einen Haltegriff hier vorne hat. Und dann wird es allerdings auch ein wenig enger. Man hat halt hier noch die Maststütze, aber
gut wäre noch, was auf vielen anderen Booten ist, wenn man hier oben irgendwelche Griffe noch hätte, zumal man ja auch, wie man sieht, eine relativ große oder gute Höhe, Deckenhöhe hier ist, weil ich bin 1,82 und da habe ich ja locker noch, keine Ahnung, 20 cm. Vielleicht bin ich auch kleiner, keine Ahnung. Also eigentlich geht es relativ gut. Das Problem beim Kochen ist eben, wenn man es von hier sieht, ist, wenn man halt auf Steuerbord Bug liegt, dann hat man doch einen relativ großen Bereich, wo man sich schlecht halten kann. Wie gesagt, hier war der auch, was ich mir wünschen würde oder was ich gut fände, auch das immer unter der Prämisse, dass man mit dem Boot unter Segeln unterwegs ist und auch mal kochen muss, ist, wenn man halt die Schaps hier macht. Also die Verschlüsse sind schon mal sehr gut, gehen sehr einfach. Problem ist nur, wie wir sehen, dass wir hier keine richtige Kante haben. Das heißt, sobald wir auf einem anderen Bug liegen, rutscht alles sehr schnell raus. Was optisch sicherlich für den Salon auch gut ist oder schön ist, weil es den Salon optisch noch vergrößert, wobei das beinahe gar nicht nötig hätte, sind die Spiegel, die wir auf den Türen haben. Ist aber, glaube ich, ein Zubehör, ein kostspieliges. Problem mit den Spiegeln ist nur, dass die Türen dadurch wahnsinnig schwer sind und wenn dann die Türen bei Wellengang aus dem Schnapper fallen, was dummerweise häufiger mal passiert, that was exactly the plan for this video, haben die halt ordentlich Schmackes drauf, wenn sie hier gegen die wenn sie quasi dann gegen die Möbel schlagen. Aber wie gesagt, im Hafen, in der Ankerbucht, sicherlich ein wunderschönes Detail. Ja, auch ansonsten ist es mit den Fenstern im Rumpf auch hübsch. Anderes Problem, das sich bei den Nachtfahrten auch rausgestellt hat, oder bei den langen Schlägen, was sich aber, glaube ich, im täglichen Bedarf nicht gibt, ist, dass beide Toiletten in dem Fall auf der gleichen Seite sind, sodass es manchmal schwer ist halt, also besser wäre es eine Backbord, eine Steuerbord und je nachdem auf welcher Seite man liegt, die Toilette benutzt man ohne Angst haben zu müssen, vom Thron zu fallen. Das ist die eine Sache, ist die Bequemlichkeit. Die andere Sache ist schlicht und ergreifend auch die, dass wenn man jetzt mit ein bisschen Lage fährt, kann man auch schlecht pumpen, sprich die Seeventile liegen anscheinend so knapp unter der Wasserlinie, dass bei Schräglage man gar nicht mehr pumpen kann, was manchmal doof ist, wenn man halt, wie gesagt, die Nacht durchfährt und ja, man kann halt nicht spülen über einen längeren Zeitraum. Das ist ein bisschen doof, deswegen wäre es besser, die Toiletten, eine Backbord, eine Steuerbord zu haben. Als Alternative bleibt dann nur die Toilette mit der Dusche zu spülen. Dann, wo ich jetzt gerade hier sitze, ist auch noch eine Sache. Im Katalog bei Bavaria ist angegeben, dass der Tisch im Salon für 8 Personen reichen würde. Schwierig, wobei man natürlich auch nicht mit 8 Leuten unterwegs ist. Aber wie man sieht, hat der Tisch halt, ist er nicht, zumindest in dieser Version, die wir haben, nicht ausklappbar. Das heißt, man hat eigentlich nur diesen relativ kleinen Tisch, der für 4 Leute perfekt ist. 6 wird, glaube ich, schon eng. Würde man auch 6 Teller hinkriegen, nur von da, wo ich jetzt sitze, wie man sieht, ich muss mich, also hier, also diese Seite ist nicht praktikabel als Esstisch. Also müsste man was haben, was man ausklappen kann. Da haben wir natürlich dann hier die Maststütze ein bisschen im Wege, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu machen. Was ich super am Tisch finde, ist die Ablagefläche unten, wie man sieht. Wo wir wichtige Sachen haben. Auch ist es so, dass manche Schrauben, finde ich auch, hätte man sich mehr Mühe geben können, wie jetzt hier bei der Funke, dass man auch dort diese Schrauben einfach nur einfach nur reingeschraubt hat und relativ unschön oder gar nicht verkleidet hat. Und das kenne ich halt von werthaltigeren Booten anders, dass halt die Schrauben versenkt werden und dann, dass eine Kappe draufkommt, sei es aus Holz oder wie auch immer. Aber das ist halt Serienbootsbau und anders ist wahrscheinlich auch der doch recht gute oder das recht gute Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu erklären, dass man halt an gewissen Dingen sparen muss. Das kommen wir nochmal zum Tisch zurück. Was mich auch so ein bisschen, oder was ich gerne hätte eigentlich, wäre hier eine kleine Kante. Das heißt, also wir haben jetzt diese Teller mit dem
Also wir haben jetzt Teller, die nicht rutschen, das geht, wobei man, sobald man aber ein Glas eben hinstellt, während des Segelns, wie gesagt, ich gehe jetzt immer von dem Fall aus, den wir jetzt eben hatten, dass wir halt mit dem Boot gesegelt sind Tag und Nacht. Und da sind halt, und dafür ist das Boot eben nicht konzipiert, würde ich denken. Alles, sobald man an der Ankerbucht im Hafen ist, alles perfekt. Rund um die Uhr mit dem Boot segeln sind so einige Sachen, wie eben der Tisch, suboptimal. Und genau, also quasi genau das Gegenteil vom Tisch, wo alles runterfällt, ist dann eben die Arbeitsfläche bei der Küche, wo man wiederum dann an Aussparungen gespart hat, sodass man halt, wenn Krümel auf der Arbeitsfläche sind, sie einfach nicht oder nur sehr schwer wegbekommt. Genug gemeckert. Kommen wir zu guten Lösungen, wie dem Motorraum. Der ist nämlich bequem von drei Seiten zu erreichen. Mittlerweile hat sich Bavaria von Volvo Penta verabschiedet und setzt auf Yanmar. Wir haben die 40 PS Maschine, die stärkere der beiden Optionen, und waren damit sehr zufrieden. Wenn da nicht, aber hört vielleicht selbst. Einer Wermutstropfen ist, dass das Gebläse relativ laut ist und im Cockpit ja doch sehr stark zu hören ist. Und ich starte mal kurz die Maschine nur. Und jetzt hört man es wahrscheinlich schon, weil das Gebläse ist nämlich hier im Cockpit. Da muss man mal schauen, ob man das irgendwie... Ich mach's nochmal aus. Da muss man mal schauen, dass man das ein bisschen wahrscheinlich modifizieren muss oder schaut, wie man das ein wenig schalldämpfen kann, weil das ist auf Dauer ein wenig nervig. Und im Vergleich zum eigentlichen Geräusch des Motors ist das Gebläse deutlich lauter. Eine der guten Sachen auf der Bavaria ist in der Tat das sehr große Vorpeak. Wenn ihr schaut. Dass man sehr einfach, also 6 Fender plus Line oder auch Vorsegel noch reinbekommen würde. Aber wo Licht ist, ist auch immer ein bisschen Schatten. Wir hatten ja gleich in der ersten Nacht das Problem, dass wir Wasser in der Bilge hatten, Salzwasser. Und hatten dann relativ schnell rausgekriegt, dass es über den Ankerkasten reinläuft. Also passierte nur bei eben viel Wind und vor allem viel Welle und bei einem Kurs in die Welle, sprich, dass viel Wasser über das Vorschiff kam. Und jetzt haben wir eben den Test mal gemacht, indem wir uns mal in die Vorpeak gehockt haben und oben einer mit dem Wasserschlauch geflutet hat. Und in der Tat, das Wasser, das in die Vorpeak läuft und dann von dort über diese Luke wahrscheinlich, die wir da unten sehen, dann in die Bilge gelangt. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass hier die Dichtung vom Anker Kastendeckel halt nicht sauber verarbeitet ist. Und zwar mal hier an dieser Stelle, wie man sieht, die hätte man, also die Dichtung ist einfach aufgeschnitten und an dieser Stelle hätte man die Dichtung dort sauber verkleben müssen und damit ist das Problem aber auch dann behoben. Also war kleine Ursache mit großer Wirkung und gerade in der Nacht mit Wasser in der Bilge war natürlich nicht so wahnsinnig schön. Die 1200 Meilen von Slowenien in die Türkei, sie haben Spaß gemacht. Die Bavaria C38 ist ein schickes Boot und sie segelt gut. Für Ostsee oder Mittelmeer ist sie sicherlich ein nahezu perfektes Urlaubsboot. Und in Anbetracht des Preises sicherlich eine Alternative zu anderen Serienbooten.